Hallo Aktienfreunde, heute habe ich zwei Dividenden-News für euch. Und zwar zum einen reduziert die Aktie Gladstone Commercial die Dividende. Vor kurzem wurde hier genau genommen bekannt, dass die nächste Monatsdividende von 0,1254 auf 0,1 US-Dollar je Aktie gesenkt wird. Das entspricht einer Reduzierung um ca. 20,3% im Vergleich zur Dividende des Vormonats. Gezahlt wird die nächste Dividende voraussichtlich am 31. Januar 2023, und insgesamt gibt es bei Gladstone Commercial 12 Zahlungen pro Jahr. Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie beträgt jetzt inklusive der Reduzierung ca. 7%, und zwar nach Stand des Aktienkurses von Mitte Januar 2023. So, dann zur nächsten Dividenden-News, und auch hier gibt es eine Reduzierung, denn die Aktie Algonquin Power and Utilities reduziert ebenfalls die Dividende. Vor kurzem wurde hier bekannt, dass die nächste Quartalsdividende von 0,1808 auf 0,1085 US-Dollar je Aktie gesenkt wird. Das entspricht einer Reduzierung um ca. 40% im Vergleich zur Dividende des Vorquartals. Gezahlt wird hier die nächste Dividende voraussichtlich im April 2023, und insgesamt gibt es hier 4 Zahlungen pro Jahr. Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie beträgt jetzt inklusive der Reduzierung ca. 6%, und zwar nach Stand des Aktienkurses von Mitte Januar 2023. So, das war's dann auch wieder mal mit diesem Video. Zum Schluss noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.